Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute mal mit einer etwas anderen Videoidee. Und zwar habe ich mir mal gedacht, bereite ich für euch eine Live-Nischenrecherche vor und kombiniere das Ganze auch noch mit einer Challenge. Und zwar werde ich versuchen, ich habe den Timer hier schon auf fünf Minuten gestellt, innerhalb von fünf Minuten so viele Nischen für das vierte Quartal 2022 zu finden, wie nur möglich. Warum Q4? Warum mache ich das im Sommer? Ganz einfach, weil wir natürlich jetzt hier unsere Potenziale für das vierte Quartal finden. Das heißt, jetzt müsst ihr die Nischen finden, dann umsetzen, um den Hype in Q4 richtig mitzunehmen und dann satte Gewinne mit euren Büchern zu erwirtschaften. Warum fünf Minuten? Ganz einfach, weil ich euch einfach beweisen möchte, dass man da nicht immer stundenlang suchen muss, wenn man weiß, wie man zu suchen hat. Und deswegen mache ich das Ganze auch live für euch. Bevor wir starten und ich hier auf den Startknopf drücke, ähm, werde ich natürlich auch meine Strategie noch kurz erklären, denn dafür habe ich gleich keine Zeit mehr. Ich werde natürlich primär nach Geschenkbüchern suchen, also Bücher, die man verschenken kann. Das können klassische Geschenkbücher sein, das können Bücher für Kinder sein, für bestimmte Zielgruppen, ja, Großeltern, die Freundin, ähm, irgendwelche Kollegen, sowas in die Richtung. Dann werde ich mir natürlich auch nochmal den Kochbuchmarkt angucken, denn der ist in Q4 natürlich auch immer extrem gehypt und ich werde mir explizit einmal so trendige Sachen anschauen. Ähm, jetzt ist Corona mehr oder weniger durch, beziehungsweise im Alltag integriert. Das heißt, viele Leute reisen wieder und so weiter. In dem Bereich werde ich mir auch nochmal ein bisschen was anschauen. Okay, schnacken wir nicht so lange rum. Ich stelle mir hier den Timer und los geht's. Als Tool nutze ich dafür die Helium-10 Blackbox. Ganz einfach, weil ich mir dann keine Gedanken machen muss, was ich überhaupt eingebe, sondern die Blackbox liefert mir die Nischen. Und ich stelle mir hier die Kategorie Bücher ein, sage, ich möchte mindestens 12 Euro Preisniveau haben, ansonsten habe ich keine Marge. Ähm, hier stelle ich mal 20.000 als maximaler BSR ein. Ich möchte die beste Verkaufsphase hier im Dezember 2021 haben und möchte zum Beispiel jetzt primär erstmal nach Kinder, Kinderbuch suchen. Das wäre jetzt hier meine erste Suche und ich drücke auf Suchen, es rödelt und ich habe direkt mal acht Produkte gefunden. Und hier sind jetzt hier schon mal lustige Kinderwitze. Das klingt schon mal interessant, öffne ich. Ja. Das, der Rest sind Geschichten, Baggers, auch komisch. Gut, abgehakt. Nächster Bereich, den ich mir angucken möchte, ist der Geschenkebereich. Das heißt, ich suche nach Büchern, die das Keyword Geschenk im Titel haben. Und habe auch hier acht Bücher gefunden, die im Dezember letzten Jahres die beste Verkaufsphase hatten. Und hier finde ich zum Beispiel interessant, zwei Bücher einer Art, ja, zweimal Faktenbücher. Auch das öffne ich mir. Wäre für mich wieder eine interessante Nische, würde ich tiefer reingehen, ja. Dann gucken wir nochmal weiter. Auch hier, ja. Fragen für die Beziehung, für Paare. Auch eine super Sache zum Verschenken. Sogar nicht nur an Q4, sondern natürlich auch zum Valentinstag, zum Geburtstag und so weiter. Auch eine Nische, die ich mir anschauen würde. So. Wir machen weiter mit dem Bereich Kochbuch. Ja. Kochbuch kann man natürlich einmal Kochbuch als Keyword im Titel suchen, aber auch Rezepte werde ich gleich auch nochmal machen. Und auch hier sehen wir jetzt wieder 19 Produkte und ich gehe das ganze durch, sehe hier schon mal einmal Griechenland, sehe hier mediterran. Das heißt mediterran Griechenland, vielleicht auch ein interessanter Bereich. Kochbuch für Männer, zack, würde ich mir direkt angucken, weil das natürlich auch super zu verschenken ist. Ja. Rinder Kochbuch für Teenager, auch interessant, ja, würde ich mir auch angucken noch mal, weil auch sowas kann man super verschenken. Hier ein zweites Kochbuch für Männer, ja, Muster erkannt, ja. Das ist anscheinend eine interessante Nische. Zwei Bücher, die gut verkaufen, die vor allen Dingen auch jetzt gut verkaufen und ihre Hochphase natürlich dann hier in Q4 haben. Und wenn wir hier reinzoomen, seht ihr teilweise Sales Rank von unter 400. Wahnsinn, ja. Koreanisch, ähm, irgendwelche Witcher und Magie und so weiter, könnte man sich auch mal angucken. Glutenfrei, hier wieder Harry Potter. Also solche Geschichten wahrscheinlich auch sehr interessant. Harry Potter, magische Sachen, hier wieder magische Tiere und so weiter. Japanisch. Van Cooking. Das ist auch interessant. Ja, warum? Ich habe ja eben schon gesagt, so Outdoor-Reisen und so weiter. Sehr gehypt aktuell. Ich glaube, viele Leute sind auch gerade jetzt im Sommer natürlich unterwegs, aber im Winter wird sowas verschenkt. Und auch hier können wir nochmal reingucken. Ja, hatte hier auch sehr gute Verkaufsphasen. Teilweise unter 5000. Aktuell auch in den Top 10.000. Also auch interessant. Gut, machen wir mal weiter. Und zwar gucken wir jetzt mal ähm, etwas für. Opa, ja, ich gebe jetzt einmal mal Opa ein, drücke wieder auf Search und sehe ein Buch, ja. Oma und Opa und ich, Erinnerungsbuch. Ja, würde ich mir auch mal angucken. Auch wieder gutes Potenzial. Dann gucke ich mir mal ähm, Rezepte an, wollte ich mir noch angucken. Drücke ich auch wieder auf Search. Zack, er sucht wieder 20 Produkte. Hier haben wir wieder Männer. Rolled Ice Cream. Ah, auch interessant. Natürlich nicht nur im Winter, sondern vor allen Dingen auch im Sommer. Hier würde ich mir jetzt den Bestseller-Rang nochmal genau angucken im Zeitverlauf. Okay, Winter ganz in Ordnung, sonst nicht so. Also für mich jetzt nicht so eine interessante Nische, wieder koreanisch. Hier haben wir auch wieder super simpel, also einfache Rezepte. Anscheinend auch ein sehr, sehr interessanter Bereich. Öffne ich mir ebenfalls. Jamie Oliver interessiert uns nicht. Hier sind wieder die ganzen Magie-Sachen. Also das scheint echt, echt gehypt zu sein. Das musste man sich mal... Angucken. Hier auch wieder asiatische Sachen, also asiatische Küche anscheinend auch sehr interessant. Ähm, ich habe schon Koreanisch gesehen, Japanisch und so weiter. Hier haben wir wieder unsere Teenager. Okay, gucken wir uns den nächsten Bereich an. Und zwar ähm, nehme ich mal Erlebnisse. Finde ich auch immer interessant. Klick wieder auf Search und habe hier ein Buch. Erotische Bucketlist für Paare. Zack. Klingt auch interessant. Vier Sterne, Bestsalon Nummer eins. Bei Erotik muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, aber ihr seht schon, ähm, verkauft sich richtig, richtig gut hier im Dezember. Und ihr seht, das kann man da viel, viel besser umsetzen. Also das sieht ja hier richtig billow aus. Dann gebe ich mal Thema Outdoor ein. Oder sowas wie Aktivitäten. Reise könnte man jetzt auch nochmal eingeben. Okay, das ist Fritz Meinecke. Das ist jetzt nicht wirklich eine Nische. Dann gebe ich nochmal Reise ein. Und zack, Zeit ist vorbei. Und... <laughs> Das ist das Ergebnis. Also innerhalb von fünf Minuten habe ich jetzt hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn interessante Potenziale erstmal Initial gefunden. Klar, jetzt müsste ich hier tiefer reingehen ja und müsste mir genau den Markt angucken. Hier mal folgende Faustregel, Grundregel Nummer eins, Wir brauchen natürlich Potenziale mit einer großen Nachfrage. Im zweiten Schritt müsste man jetzt tiefer eintauchen und sich die Konkurrenz natürlich genau angucken und schauen hey, wo habe ich Angriffspotenziale? Was wären jetzt meine Top 3 vom Gefühl her würde ich sagen, die Sache mit den mit der erotischen Bucketlist finde ich irgendwie interessant, weil man sowas wahrscheinlich sehr gut verschenken kann. Dann hatte ich hier mehrmals Kochbuch, glaube ich, für Männer. Das fand ich sehr interessant. Und auch diese Fakten. Ich glaube, so Faktenbücher, wenn man die gut positioniert und sich abhebt hier von diesem Allgemeinwissen oder so und das vielleicht für einen bestimmten Bereich macht oder sowas, auch eine super Sache, sehr einfach umzusetzen. Solche Fakten müssen gar keine großen Bücher sein, 10 bis 15 Euro. Und dann kann man damit, glaube ich, eine Menge Geld verdienen in Q4. Falls ihr das mal austesten wollt, Rabattcodes davon findet ihr in der Videobeschreibung. Und gebt mir gerne mal Feedback, ob euch dieses Videoformat gefallen hat. Ähm, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der Nischenrecherche. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.